Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder weitergekommen mit meinem Polsterwerk hier. Und zwar, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich jetzt hier Rosshaar. Ich hole das mal hin. Genau, also man kann quasi hier Rosshaar kaufen. Das wird dann so gedrillt, sage ich mal. Ist sehr fest, ist auch eine ziemliche Fummelarbeit, das dann hier sozusagen aufzudröseln. Das habe ich jetzt hier, wie gesagt, gemacht. Ich habe jetzt mir hier so einen Ring gemacht und den in der Mitte ausgefüllt. Und zwar, wie man ja sehen kann, beim Abnähen entstehen ja hier immer ziemlich mehr oder weniger tiefe, ja, wie soll ich das sagen, Vertiefungen halt, ne? Und wenn man da jetzt quasi einfach nur Schaum drauflegen würde oder was ich, zeige ich euch gleich, was ich mache, dann würde man eben sehr stark beim Besitzen würde man das dann eben spüren. Deswegen habe ich mir eben überlegt, so wie das früher im Handwerk auch gemacht wurde, entweder mit Stroh, Heu oder eben hier mit Rosshaar, quasi hier so eine Auflage zu machen. Und darüber mache ich dann hier diese verpresste Baumwolle. Die ist also sehr schön fluffig, sage ich mal dazu. Sehr schön weich, ist ja auch nachhaltig, ne? Ist ja heute immer ein Thema. Das kommt dann quasi hier oben drauf und wie man sieht, das kommt dann natürlich auch runter im Gegensatz zu Schaumstoff. Wenn ich jetzt hier 3 cm Schaumstoff noch drauf mache, das ginge natürlich auch, aber dann wird der Sitz insgesamt zu hoch, ne? Und dann habe ich hier noch so eine dünne Matte, die ist vom Durchmesser also noch etwas dünner. Die kommt dann quasi hier oben drüber und dann kommt quasi noch so ein Vlies. Und wenn man also sich jetzt hier drauf setzt, kann ich mal eben hier so demonstrieren, dann ist das eben durch den Unterbau schön fest, aber eben auch weich und man spürt dann hier nicht mehr diese Vertiefung. Also man muss es quasi einfach ausprobieren, ja, sich draufsetzen, besitzen, daher kommt ja das Wort auch, ja, dass man einfach guckt, so wie muss ich das sozusagen polstern, damit sich das auch beim Besitzen, beim Sitzen angenehm anfühlt. Ne? Das ist also hier meine Lösung. Wie gesagt, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber hier mit dem Rosshaar hat man eben den Vorteil, dass das hier schön in die Vertiefung sich reindrückt und dann diese 2 Lagen drüber und dann nachher kommt halt noch der Stoff drüber, so dass man dann, sage ich mal, hier eine sehr komfortable und trotzdem stabile Sitzfläche hat. Also der ganze Unterbau hier, der ist im Grunde genommen ja zur Federung. Und um Stabilität zu geben, ne, damit das Ganze Form hat und auch die Form eben hält. Und das, was jetzt hier oben drauf kommt, diese 3 Lagen, die sind eben für die Bequemlichkeit, für das weiche Gefühl, ne? Und wie man da hier, wie gesagt, wenn man das dann hier eben an den Seiten auch wieder befestigt, dann hat man hier auch eine schön glatte Oberfläche und hat dann eben auch eine gute Optik. Ja, so viel zu dem kleinen Update. Hier die anderen Stühle habe ich auch schon. Kann man sehen, die stehen ja hier neben. Gehen wir hier rüber. Habe ich auch ganz gut hingekriegt. Bei dem ist es jetzt auch so, da habe ich das. Man muss ja immer eben was wegdrücken. Hier habe ich das ganz gut hingekriegt, auch mit dieser Kurve. Und bei dem muss ich hier noch mal ein bisschen, hoppla, muss ich hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Hier habe ich auch noch nicht abgenäht. Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich das sozusagen hier durchnähe, durch diesen Wulst hindurch und dann hier immer so ein bisschen reinziehe, sodass das eben nicht mehr so oben drüber geht. Ja, die sind auch sehr schön geworden. Hier bei denen sieht man das auch. Ne? Auch hier sind so Vertiefungen. Hier in dem Bereich kann man es ganz gut sehen. Bei dem ist es nicht ganz so ausgeprägt. Also jeder Stuhl ist auch ein bisschen anders, ist eben Unikat und ich bin natürlich ja auch kein Profi, der das jeden Tag macht. Das kommt ja noch dazu. Ne, also hier, wie gesagt, hier sind so relativ dicke oder tiefe Einbuchtungen und das würde man eben, wenn man drauf sitzt, dann auch spüren. Ja, so viel zu dem Thema. Polstern oder Abfedern mit Rosshaar. Ich hoffe, es war wieder interessant und gibt so ein bisschen Einblick in das Geschäft der Restaurateure und Polsterer. Ja, wie gesagt, wie immer freue ich mich über ein Like, über Kommentare, Fragen. Ich antworte da auch drauf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.